nach oben zuerst und dann runter und hoch. Die ersten Aufwärmübungen für den Nacken- und Halsbereich. Die Aufmerksamkeit ist immer dort, wo die Bewegung stattfindet. Auch hier jetzt an der Nackenmuskulatur wieder aufrichten, hochstrecken, nach links und nach rechts. Hier ist es so, dass du eher mit dem Ohr hochziehst zur Decke. Einmal linkes Ohr, einmal rechtes Ohr. Also gar nicht allzu sehr hier knicken, sondern eher strecken, strecken, abwechselnd die Seiten. Also direkt mit der Ohrspitze zur Decke hochstrecken. Ein Mitte, aus, ein bisschen lockern und nach links, nach rechts drehen. Und hier kann man auch in der Endposition vielleicht so eine halbe Sekunde warten. Also, damit es ein bisschen arbeitet auch in der Endposition und dann links, rechts. Mitte, Kinn am Brustkorb und im Kreis. Eine Richtung. Andere Richtung. Und man kann auch hier nach oben hochstrecken, entweder mit den Ohren oder mit dem Kopf, dass der Knick nicht so stark wird. Okay, dass man eher auf, an das Ausstrecken denkt und zum, auf das Ausstrecken hinarbeitet. Okay, Arme raus, Daumen in der Faust, Aufwärmen der Handgelenke, zuerst im Kreis, eine Richtung, andere Richtung, zusammen, Aufwärmen der Ellbogen in eine Richtung, andere Richtung, Hände hier auf den Schultern, die Fingerspitzen, Schultern hoch an die Ohren, vor und ab. Und dann weiter im Kreis. Hoch, zurück und nach hinten. Und beide Ellbogen vor. Einer geht runter, einer zurück. Wer es schafft, entgegengesetzt. Die kreuzen sich in der Mitte. Ein Ellbogen vor, ein Ellbogen zurück. Und beide wieder vorne. Dann der erste runter, der wo hochgegangen ist, der erste runter, der andere hoch. Und beide Arme hochhalten. Schnell öffnen und schließen. Als ob man aus der Handflächen was rauswirft. Ein parallel hoch. Aus, ab im Kreis. Und hier auf. Schultern locker. Es geht weiter dann mit dem Oberkörper, mit der Wirbelsäule. Arme hier so auseinander. Genau, schaut, dass hier ein bisschen versetzt steht, weil wir uns dann drehen. Und zuerst drehst du bis zum Anschlag nach links und dann nach rechts. Die Beine stehen schulterbreit oder vielleicht sogar ein bisschen höher. Am besten wirklich schulterbreit, mattenbreit stellen, damit die Stabilität da ist. Maximal bis zum Ende nach drehen. Die Arme voll ausgestreckt, wie hier eine gerade Linie durch die Schultern. Okay, kurz lockern. Und jetzt folgende: Schaut erstmal zu. Man geht zuerst zu einer Seite und fiedert so ein bisschen nach. Okay, dann geht die Drehung zur anderen Seite und zum Schluss ein bisschen nachfiedern. Okay, und beides dann wieder schulterbreit. Fäuste oder Jnana Mudra, meinetwegen eine Seite, andere Seite.
Wie so eine Stahlsprungfeder. Einmal noch nach rechts und nach links. Okay. Arme, Schultern locker, Füße zusammen. Hände stehen auf den Knien und die Knie jetzt im Kreis. Andere Richtung. Wieder schulterbreit. Beide Knie nach innen. Und andere Richtung. Okay, sehr gut. Auch lockern. Becken. Ganz langsam, so dass man jeden Punkt spürt. Wenn man jetzt den Kreis vorstellt, auf dem sich das Becken dreht, jeden Punkt wahrnehmen. Es kann sein, dass es irgendwo etwas härter geht. Manchmal geht es lockerer. Da ist so ein Gefühl der Beschleunigung dann kurz da. Also jeden einzelnen Punkt durcharbeiten auf dem Kreis. Andere Richtung. Hier das gleiche auch gut wahrnehmen. Wenn es die Wahrnehmung verbessert, die Augen schließen. Und wenn es geht, jetzt den Kreis ein bisschen vergrößern. Und nochmal andere Richtung kurz, auch den großen Kreis, den großen Radius. Okay, lockern. Folgende Übung, auch gut für den Rücken, ganz einfach zu merken. Einfach aufdrehen, als wären die Arme so zwei Seile, die sich um den Körper wickeln. Und zwar ist es so, dass man einen kurzen Impuls gibt und dann dreht der Körper sich mit dem Impuls mit. Also ganz, ganz locker und entspannt. Und die Übung lässt sich auch ein bisschen länger machen. Also die kann man 5 Minuten, halbe Stunde, Stunde drehen, wenn man so viel Zeit und Lust hat. Und das bringt auch im Kopf so einen meditativen Zustand. Wenn man die Augen offen lässt, kommt das Gehirn quasi nicht mit, was passiert, weil das Bild sich die ganze Zeit verändert und dann stoppt der Gedankenprozess ein bisschen. Deshalb wird das von manchen Systemen auch so als Meditationsübung verwendet oder generell Drehübungen. Und versuche hier tatsächlich den Impuls herauszuspüren, wenn du jetzt weitermachst. Also ein Fuß gibt den Impuls, aus dem Impuls, aus der Schwingung geht der Oberkörper nach links, wenn das der rechte Fuß ist. Wenn der linke Fuß einen kurzen Impuls gibt, geht der Impuls durch den Bein, Hüfte und fließt so diagonal in die Schulter. Und dann ist die Drehung von links nach rechts. Und dann gehen wir mit den Händen zur Schulter rüber. Eine mittlere Spirale. Der Kopf dreht sich dann auch immer mit nach hinten, sodass du zurückblickst. Und dann so schräg nach oben. Und wieder zur Schulter. Und dann unten die Arme, wie am Anfang.
Okay, und wieder zurück und ein bisschen lockern. Wenn man Rückenprobleme hat, irgendwie Blockaden oder verhärtete Muskulatur oder sogar Schmerzen, sollte man nicht gleich nach vorne diese Übungen machen, um das zu dehnen. Es gibt auch gute Dehnübungen im Stehen aufrecht, die halt den Oberkörper so ein bisschen herausnehmen, herausziehen aus dem Becken. Okay, erste einfache Übung, ähnlich wie davor mit dem Kopf. Jetzt geht der ganze Oberkörper mit einem Arm geht hoch und zieht rüber. Der andere rutscht am Bein runter. Hoch, rüberziehen. Und hier ist das gleiche Prinzip wie am Hals. Also weniger in den Knick, mehr in das Ausdehnen gehen auf der offenen Seite. In den Knick, beziehungsweise hier tiefer runter geht man, wenn da im Rücken nichts spürbar ist, keine Probleme sind, alles weich und beweglich ist, dann kann man schon mal tiefer runter gehen. Und wenn es irgendwie problematisch ist, dann einfach mehr nach oben und nur leicht zur Seite. Richtig auch mit der Schulter, mit dem Arm mit hochziehen. Okay, und die Hände sind hier. Ähnlich mit links nach rechts, nach vorne und zurück. Okay, hier vor und zurück. Und langsam aufschaukeln. Also nicht sofort runtergehen, sondern erstmal so klein anfangen. Mit kleinen Amplituden. Nach oben leicht zurück, jetzt langsamer. 90 Grad vor die Hände hier umsetzen und fest draufdrücken, so dass die unteren Rückenwirbel sich entspannen. Links, rechts mehr. Am besten, wenn die rechte Schulter runtergeht, rechts draufdrücken. Wenn die linke Schulter runtergeht, links draufdrücken. Okay, und dann mit den Armen nach vorne ziehen, so leicht schräg. Also nicht senkrecht runter, sondern leicht schräg nach vorne. Beine durchstrecken, Knie leicht zurückschieben, so dass man die Rückseite der Beine hier auch zu dehnen beginnt. Und weiter mit den Armen vor, als ob man nach vorne nach etwas greifen möchte. Und zurück und drauf. Einatmen, ausatmen, wieder locker. Arme hoch. Rechter greift die linke und gleich nach rechts. Und das ist jetzt die statische Übung dazu. Dynamisch war das davor. Links und rechts wippen jetzt statisch. Wer weiter geht, noch tiefer in die Beuge. Und drauf, hoch und andere Seite. Hoch, einatmen, aus, zurück. Hier auch ganz vorsichtig und langsam arbeiten. Wenn man spürt, da ist jetzt irgendwo die Grenze, da geht es nicht mehr weiter, vor der Grenze bleiben. Also nicht auf 100% zurück, sondern so 60, 70 ist schon ausreichend. Hier eher mit den Schultern arbeiten, Brustkorb, Schultern zurückziehen, Schulterblätter zusammen, Brustkorb nach vorne. Ein vor, ausatmen, 90 Grad. Hände vorne am Brustkorb. Die Füße mindestens schulterbreit. Man kann hier ziemlich weit auseinanderstellen, die Füße. Und Arme vor, parallel, eine Linie mit dem Rücken.
Den Bauch eher runterziehen, Schultern und Kopf ein bisschen nach oben sogar. Und nach vorne ziehen. Sehr gut, okay. Dirk, vielleicht noch ein bisschen nur die Arme. Ja, genau, Hände auf Kopfhöhe ungefähr. Und atmen. Und die Hände heranholen. Langsam rauf, wieder enger stellen, wenn man so breit war wie ich. So, schulterbreit wieder. Und nochmal verlängern. Hier drauf drücken. Mal links, mal rechts. Vielleicht noch mehr rotieren, wenn es möglich ist, wenn es der Körper zulässt. Okay, Arme ab, Knie ab, so hingekniet, Fußspitzen zusammen, die Knie auseinander, nach hinten gehen und Oberkörper nach vorne. Jetzt den Rücken längst praktisch ausstrecken, die Wirbelsäule dehnen, die Armmuskeln dehnen. Die Fingerspitzen, die Hände greifen den Boden und dann kannst du dich noch stärker nach vorne ziehen, intensiver. Also so richtig mit den Händen den Boden festhalten und nach vorne ziehen. So, dass der Zug, die Dehnung dann noch intensiver ist im Rücken. Bauchatmung. Und zurück, auch hoch, hier die Knie zusammen, ausatmen, Drehung über Kreuz, linke Hand beginnt, die geht nach vorne und außen am rechten Knie und die rechte Hand, die korrigiert hinten, nach rechts, Oberkörper zuerst komplett und dann der Kopf, tiefes Bauchatmen. Probier mal so im Schneidersitz, ganz normal. Auch dieselbe Drehung. Okay? Erst nach rechts. Ein bisschen mehr. Ein Mitte. Korrigieren, hochstrecken, Oberkörper gerade und dann das gleiche nach links. Wieder Griff über Kreuz, eine Hand hinten, eine Hand vorne. Blick zurück. Vor. Langsam nach vorne gleiten. Vajrasana. Zum Aufbau. Knie hinter den Handflächen. Finger nach vorne. Hände auf den Fußspitzen. Zurück. Ab. Ein. Unten durchtauchen. Hochdrücken. Der Rücken durchgebogen. Vorne zurücktauchen. Nach hinten gehen. Kinn Richtung Brustkorb. Der Rücken rund. Und Beckenboden hier nach vorne ziehen. Zurück, einatmen, vor und hoch, ausatmen, nach hinten. Um das ein bisschen zu intensivieren, kann man die Matte nach vorne schieben, hier, oder sogar die Matte greifen und dann den Rücken ganz fest hochdrücken. Okay, das macht meistens nichts. Also hier, wenn der Kopf oben ist, da etwas vorsichtiger. Und nach hinten, da kann man schon ein bisschen fester arbeiten. Okay, richtig fest hochdrücken. Ein, hoch, aus, zurück. Ausatmen, locker. Wieder zurück und entspannen. Wieder Bauchatmung, wieder mehr Konzentration. Und spüre, ob du tatsächlich entspannt, ob die Schultern locker werden, die Muskulatur, Schultern, die Rückenmuskeln bis runter. Ob die Oberarme, Unterarme entspannt sind.
Und entspanne noch mehr. Mal links, rechts, einatmen, hoch, Ausgangsposition, so dass der Rücken flach ist, parallel zum Boden, ungefähr, rechtes Bein nach hinten, vollständig ausstrecken, Ferse weg, Fußspitze ran. Diagonal, das ist dann der linke Arm, der nach vorne. Reicht nicht. Und verlängert. Arm nach vorne ziehen, Ferse zurückziehen. Ein nach hinten. Knie wieder ab, Ausgangsposition. Linkes Bein nach hinten zurück. Rechter Arm nach vorne. Ganz tief und langsam atmen. Ein zurück, links, rechts, abgesetzt, Ausgangsposition, lockern, den Rücken, so hier ein bisschen links, rechts. Füße, wenn die Knie jetzt hier sind, der Abstand, die Füße sind der Abstand, okay, ungefähr Abstand der Mattenbreite. Ausatmen, Finger fest auf dem Boden, fester Halt, große Handfläche, also Finger hier so auseinanderschieben, öffnen, hoch. Nach hinten und die Beinrückseite ausstrecken, der herabschauende Hund. Ferse nach außen rausdrehen und die Wadenmuskulatur noch stärker dehnen. Genau, sehr gut. Diese Flächebene genau noch ein bisschen mehr zurück Richtung Fußspitzen und Fußspitzen durchstrecken. Hier genau mit dieser Fläche, mit dieser Ebene Richtung Fußspitzen. Soweit wie es geht. Ich kann den mal nach vorne rücken. Noch ein bisschen. Und hier die Richtung. Okay. Gut. Ein paar Sekunden noch. So, dass du die Dehnung durch die Arme spürst, durch den Rücken und durch die Beinmuskulatur. Noch ein paar Sekunden. Und langsam vor. Knie wieder ab. Dieses Mal die Knie ganz zusammen. Füße zusammen nach hinten. Und die Finger krabbeln nach vorne. Wieder Rücken längs ausstrecken. So, dass so eine leichte Dehnung, also kein straffer, kein starker Zug, so eine leichte Dehnung durch die Wirbelsäule, durch die Rückenmuskeln. Und spüre den Druck beim Einatmen, wie der Bauch auf die Oberschenkel drückt. Und die Stirn am Boden, Hände wieder heran und locker werden, entspannen. Noch mehr entspannen. Und hoch, Ausgangsposition, Katze. Da, Marjoryasana. Hier rauf, Kniestand. Rechte Seite raus.
Wir machen weiter mit den Flanken. Also wieder linke, rechte Seite, Oberkörper. Rechter Fuß raus, sodass sie auf der Kante steht. Bein durchgestreckt. Hier runterrutschen, links hoch, so im Kreis. Und rüber nach rechts. Eine schräge, beziehungsweise eher so ein Halbkreis. Nach rechts aufgebaut, rüberziehen. Bauchatmung. Ein hoch, aus, andere Seite. Hand ist hier auf der Linie und rüberziehen. Genau. Schulter herausziehen, so dass mit der Bewegung der Schulter hier der Zug spürbar ist seitlich, als ob du den Oberkörper hier so aus dem Becken rausziehst, liegt zur Decke. Noch mehr. Zurück, hoch, hingesetzt, Knie auseinander, Füße ranziehen, Wechsel in die Rückenlage, mittlere Position, nach unten und am Rücken hingelegt, Beckenuhr, das ist eigentlich die leichteste und die beste Übung dann für den Rücken. Oben ist 12 Uhr, Bauchnabel und Steißbein sind 6 Uhr. Also wenn man so das Uhrblatt, Zifferblatt reinlegt. Und jetzt rollst du das Becken auf 12 Uhr und auf 6 Uhr, also quasi vor und zurück. Einmal auf der Becken, ohne das Becken anzuheben, als wäre das Becken so ein Ball oder eine Kugel. Vor, zurück rollen. Das heißt, das Steißbein macht hier die Bewegung nach oben. Nach unten. Und spüre, wie die Bauchmuskeln hier mitarbeiten. Also die führen die Bewegung aus, eigentlich Bauch- und Rückenmuskeln. Okay, durchatmen, entspannen. Und dann hast du rechts 3 Uhr und links 9 Uhr. Okay. Und jetzt drehst du das Becken von 3 Uhr oder rollst, als wäre es eine Walze, von 3 auf 9 Uhr. Okay, entspannst in der Mitte. Arme raus, links, rechts, offen. Am Boden, auf Kopfhöhe, auf der Kopflinie, die beiden Handflächen ausatmen, entspannen, einatmen, die Hände zusammen und zwischen den Knien nach vorne ziehen. Also Füße richtig aufgestellt, Knie hoch, genau. Nach vorne ziehen, das hältst du mit den Bauchmuskeln die Position, ohne Nacken oder Hals anzuspannen. Oben ist alles locker entspannt, es sind nur die Bauchmuskeln aktiv. Also auf keinen Fall oben im Halsbereich verkrampfen. Stärke nach vorn. Langsam zurück. Und die Arme raus. Links, rechts wieder offen die Arme. Schultern entspannt, Rücken entspannt. Becken entspannt. Einatmen. Rechts vorbei mit beiden Händen genauso mit den Bauchmuskeln halten. So, das ist die linke Hand, die liegt oben. Annegret, direkt rechts vorbei am Knie nach vorne. Genau. So, dass der Oberkörper leicht hoch geht. Dass die schrägen Bauchmuskeln auch jetzt mit aktiv sind. Und halten. Natürlich weiter atmen. Und wieder Nacken, Hals, das ist alles locker. Ohne Verkrampfen. Nur aus dem mittleren Bereich, also um den Bauchnabel herum, die Muskulatur, die soll aktiv sein. Und langsam
Wieder abarmen nach links, rechts lockern. Beckenboden locker. Entspannen. Einatmen. Auf die andere Seite. Hände übereinander. Die Schultern in der Luft. Und die Schulterblätter in der Luft. Und nach vorne ziehen, nach links. Etwas mehr. Langsam zurück und runter. Entspannen. Einatmen. Und wieder nach vorne, in der Mitte. Hals locker, Schultern locker. Die Bauchmuskeln sind aktiv, die arbeiten, halten den Körper leicht vom Boden weg. Und langsam ab. Arme wieder links, rechts und Arme längs am Körper. Jetzt wieder Beckenuhr, 6, 9. Ah, 6, 9, 6, 6, 12, Entschuldigung, 6, 12. Und dann 3, 9. Und dann 12. 9. Dann gehen wir nach rechts, 12, 9, 6 nach unten, 3 nach links und 12 wieder oben. Also drehen praktisch gegen den Uhrzeigersinn von 12 nach 9, nach 6 runter, nach 3, nach 12 und weiter. Also gegen den Uhrzeigersinn. Oben, rechts, unten, links, so ist es wahrscheinlich besser. Verständlich? Unten, links, oben, rechts. Und dann auf 12 Uhr stehen bleiben. Das ist jetzt 6 Uhr in der Luft. Und dann im Uhrzeigersinn. Also quasi nach links, nach unten, nach rechts, nach oben. Also 12, 3, 6, 9. Also jetzt in der richtigen Richtung. Von links nach rechts. So, dass jeweils nur ein Punkt am Boden ist, zum Beispiel 6 oder 9 und die anderen drei möglichst in der Luft sind. Okay, entspannen. Rechtes Knie ran zum Bauch, linkes Bein nach vorne ausgestreckt. Also, linkes Bein ist gerade, rechtes Knie hochziehen. Wenn es geht, fest in den Bauch reindrücken mit dem Oberschenkel. Und tief atmen, tief in den Bauch wieder. Hier umgreifen die rechte Hand, greift den rechten großen Zeh und rechtes Bein hochziehen. Genau, rechte Seite, rechtes Bein. Dabei kann auch die Schulter mit hochgehen. In der Wade durchstrecken, in der Kniekehle durchstrecken. Und die linke Hand ist jetzt außen mit der Handfläche nach unten, als ob man sich links hier dran hält. Genau. Und den Fuß jetzt nach rechts mit dem Bein. Kopf nach links, Bein nach rechts. Und ganz langsam wieder hoch. Der Kopf kann liegen auf der Rückseite, Fuß senkrecht hoch, Kopf mit dem Blick senkrecht und dann wieder nach rechts öffnen und der Kopf dreht nach links. Und wieder Ausgangsposition. Letztes Mal von der senkrechten Kopf und Fuß, Fuß nach rechts, Kopf nach links. Und im Knie durchstrecken. Und langsam zurück. Dann müssen wir die Arme besser strecken.
So, und Knie wieder zum Bauch, zum Ausgleichen. Und der Fuß am Knie vom anderen Bein abgesetzt. Und nach vorne runterschieben. Okay, locker, entspannt. Okay, Füße so ein bisschen auseinander zusammen. Und diese Bewegung, ihr könnt kurz mal nach vorne blicken. Die Füße liegen zusammen, überkreuz, mal links, mal rechts. Weit nach außen, weit zusammen. Weit nach außen, weit zusammen. Und zwar ein Fuß darunter, dann der andere Fuß darunter. Okay? Und dann vor, zurück, im Wechsel, wie beim Gaspedal drücken. Weit nach vorne die Fußspitze und weit zu sich heran. Okay, und wieder locker werden, entspannen. Linke Seite ran, linkes Knie. Zum Bauch zuerst. Und in den Bauch rein massieren mit dem Oberschenkel. Auf den Bauch drauf drücken. Rechts gerade ausgestreckt. Und tief durchatmen. Und lösen, rübergreifen, linke Hand, linker großer Zieh, Bein ausgestreckt und der Arm seitlich, der rechte Arm seitlich am Ohr. Nach Möglichkeit Bein durchstrecken, nur so weit wie es geht. Es geht auch schon, da ist das Bein nicht so lange, wenn die Schulter sich noch mit bewegt, Richtung Fußspitze, dann erreicht die Länge. Und dann ganz langsam nach außen. Es muss ja nicht bis zum Boden runter. Also ganz langsam nach außen, soweit wie es geht. Und Blick in die Gegenrichtung. Einmal öffnen. Schließen. Tief einatmen. Aus. Zweimal öffnen. Schließen. Und dreimal öffnen. Kurz halten und wieder schließen, Bein ausgestreckt, langsam ab, kurz wieder zum Bauch, am Knie absetzen und auf Bein entlang nach vorne gleiten. Arme hoch über dem Kopf nach hinten. So nach hinten strecken, die Arme parallel, auf eine gerade Linie, Fersen vom Körper weg und die Fingerspitzen über dem Kopf nach oben strecken. Und jetzt, linke Ferse geht ein paar Millimeter tiefer und die linke Hand ein paar Millimeter länger, dann rechte Ferse ein paar Millimeter tiefer und rechte Hand ein paar Millimeter länger. Okay, dass man so abwechselt, mal die linke Seite streckt, mal die rechte Seite streckt. Bauch ist flach, Bauch runterdrücken, also es soll kein Hohlkreuz entstehen bei der Übung. Und weiter, mal links verlängern, mal rechts verlängern. So, dass die eine Seite so ein kleines bisschen kürzer wird. Okay, ausgezeichnet. Dann hoch, Finger zusammen, die Zeigefinger schauen rauf, zur Decke, Schultern hochheben, senkrecht zur Decke mit den Händen und nach vorne ziehen. Nach vorne zu den Fußspitzen. Hier wieder die Bauchmuskelarbeit, Arme lang, Oberkörper hoch und atmen. Und langsam runter, hoch zur Decke,
Über dem Kopf runter, nach hinten. Und zurückziehen. Wieder wie davor gerade. Und wechseln. Ferse runter. Fingerspitzen hoch rechts. Links Ferse runter. Links Fingerspitzen hoch. Okay? So, rechts, links mal abwechseln. Okay. Beide Knie ran. Beide Knie in den Bauch. Fest in den Bauch drücken. Kopf hoch. Kopf ist über den Knien. Also ganz rund machen. Vor zurückrollen. Schwung nehmen. Und aufsitzen. Beine gerade. Ausgestreckt. Hoch ein. Aus. Bauch nach vorne, Kopf hoch ein. Aus, runter. Hier entspannen, ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus, mehr entspannen. So, dass man nur ganz geringe Kräfte braucht, um den Körper zu bewegen. Also wenn der Körper angespannt ist, braucht man viel Kraft in den Armen, dass man nach vorne runter geht. Wenn der Körper entspannt ist, fließt er quasi von selber nach unten. Ein drauf. Aus, Füße heran über Kreuz. Wieder nach vorne rollen. Katze. Schulterbreit Hände, schulterbreit die Knie, zurück, unten durchtauchen, nach vorne, Kopf hoch vom Boden, wegdrücken, zurück. Und wenn der Rücken rund ist, wieder die Matte nach vorne schieben, ganz fest, oder hier sogar greifen. Und die Matte noch stärker nach vorne. Ein, hoch, aus, zurück. Ein, hoch. Aus, zurück. Okay, rauf. Und dann machen wir die eine Übung, heißt Parikasana, die machen wir jetzt noch nach links, damit die fertig ist, damit die Wirkung da ist für die linke und rechte Seite. Links raus, links runter, die Hand, die rechte Hand dafür hoch, hier hochziehen, rüber und den Bogen binden. Bein im Knie durchgestreckt, nach Möglichkeit. Ja, genau, der gut korrigiert hier, im Knie durchgestreckt und tiefer runter. Rauf, andere Seite. Und Arm gerade. Genau. Und mit der Hand rüberziehen, so schräg nach rechts oben. Und hier den Oberkörper aus dem Becken herausziehen. Diese Fläche, vorne Hände, die Muskulatur. Rauf, ein, aus. Hier zwei Varianten. Für Anfänger eher hier die Hände und nur ein bisschen nach hinten. Fortgeschrittene auf Straßener, Hände auf den Fersen. Und Beuge zurück, Blick nach oben. Schultern hier auseinanderziehen. Vor. Vorne abgestützt. Auf die Füße drauf gehen. So eine Hocke. Breite Hocke. Malasana.
mit den Ellbogen, wenn man die Hände hier nicht festhalten kann, dann hält man die Hände unten und schiebt die Knie zurück. Also hier ist es wichtig, zu öffnen, das Becken zu öffnen. Okay, mit den Knien. Die Knie am besten Fall nach innen rein und dann nach außen rausschieben. Das sind auch jetzt mehrere Varianten. Jeder versucht für sich den Schwierigkeitslevel selber aus. Die einfachste Variante hier auseinanderdrücken und Oberkörper hoch. Wer weitergeht, Bakasana hier auf den Händen abstützen und Füße rauf. Wer die Bakasana üben möchte, am Anfang das Gewicht auf die Arme bringen, so dass die Oberarme hier die Knie draufgelegt sind und die Unterarme das Gewicht aufnehmen. Man kann vielleicht so spielen, ein Fuß, anderer Fuß, mal weg, mal links, mal rechts. Oder die volle Position. Einige Sekunden halten. Das dient übrigens den Rücken auch sehr gut, vor allem den unteren Rücken. Der wird hier fest runtergezogen. Und man kann, wenn man müde wird, kurz zurück, kurz Pause machen und dann nochmal einen Durchgang. Und wir meinen, dass es genug ist, langsam zurück, wieder hocke und dann nach vorne. Jetzt wieder ein bisschen einfacher. Das ist auch eine sehr gute Übung für Becken und Rückenbereich. Hände vorne zusammen und nach vorne, so einfach nach vorne, genau. Mit den Hüften praktisch gehen und zurück. Und wieder nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und zurück. Okay. Locker, abwechselnd, Füße ran, mit der Auf-Abwärtsbewegung, also auf, ab, eher Knie hoch, runter, hoch und vor. Beide heran, Schmetterling. Das ist die Zone, die zu wenig Bewegung hat, meistens, weil die Menschen nicht trainieren und dann wird alles hier steif und hart. Viel sitzende Arbeit oder stehende Arbeit, wenig Bewegung. Deshalb auch schlechte Durchblutung und das führt dann dazu, dass nach und nach die Organe im Beckenbereich beginnen schlecht zu funktionieren wegen schlechter Durchblutung. Das muss man wieder alles aktivieren bzw. in einem guten Zustand halten. Weil das ist auch der Sitz von bestimmten Lebenskräften oder das untere Energiezentrum dann unterm Bauchnabel. Okay, öffnen. Hier links drauf drücken, linke Hand drückt linkes Knie runter. Oberkörper wird hier schon senkrecht und Drehung nach rechts weg. Bauch vor, so dass man hier komplett ausgestreckt ist nach Möglichkeit, also nicht verkrümmt sitzt und dreht, sondern eher nach vorne und hoch. Genau. Blick zurück. Und versuche jetzt das Becken ein bisschen anzuheben vom Boden. Es muss nur die Kraft da sein. Der muss jetzt nicht zwingend vom Boden gelöst werden. Es muss die Kraft da sein, die den Oberkörper hochzieht. Und dann andere Seite. Rechts drauf, rechts ist hier runter, hoch und Blick zurück. Mehr.
und vor Ausgangsposition. Mit beiden Knien, mit beiden Ellbogen die Knie auseinanderschieben, vor der Oberkörper nach vorne. Stärke nach vorne ziehen und stärker die Knie runterdrücken. Okay? Ihr könnt auch mal probieren, wenn ihr spürt, das ist jetzt intensiver die Arbeit oder effektiver, hier mit den Händen, mit den Handflächen die Knie runterzudrücken. Okay? Wir denken, dass es so mehr wirkt. Ansonsten, wie gesagt, die Ellbogen auf den Innenseiten und mit den Ellbogen auseinanderdrücken, nach vorne gehen. Noch stärker. Und vor. Knie zusammen. Beide großen Zehen. Hoch. Und nach Beine verlängert. Also das ist mehr so zur Stabilität, für die Konzentration. Geht doch erstmal angewinkelt zu bleiben in den Knien, das ist kein Problem. Das Ausgestreckte, das kommt mit der Zeit. Ja. Okay, wer hält noch ein paar Sekunden? Zusammen oder zurück, heran und hoch und aufrichten. Schultern auseinanderziehen, Brustkorb vor, leicht, dann alles entspannt und locker. Langsam und tief atmen. Im Oberkörper ist immer so eine leichte aufstrebende Kraft, die den Oberkörper aufrichtet, leicht hochzieht. Ohne Anspannung, ohne Anstrengung. Wie bei einer Kerzenflamme. Langsam in die Atmung, so dass sich andere Prozesse im Körper verlangsamen, der Herzschlag, die Gehirnimpulse.